Hallo, mein Name ist Enrique und zwar möchte ich gerne in diesem Video eine Powerbank vorstellen. Und zwar ist es die Powerbank von TP-Link. Die hat 10.400 mAh, ist also relativ, hat eine relativ große Kapazität. Die hat hier zwei USB-Stecker, also Ausgangsstecker, und zum Laden einen kleinen hier an der Seite, einen kleinen USB-Stecker. Zudem hatte ich hier noch eine kleine Lampe. Ich drücke mal, ich glaube, man muss da länger drücken. So, eine Notlampe hat sie auch. So, ich muss mal ausmachen, muss man auch länger drücken. Die Powerbank wiegt 240 Gramm. Ich muss das direkt mal aufschreiben für die nächsten Videos. 240 Gramm. Mitgeliefert wird die auch in der Verpackung zu einem kleinen Beutel. Das ist die Verpackung. Und so eine Plastik, so eine Hülle. Das kann natürlich interessant sein, um die vor Feuchtigkeit zu schützen. Also wenn man die reinkommt, ist sie vor Feuchtigkeit geschützt. Und hier in diesem kleinen Beutel lässt es sich sehr gut aufbewahren. Der Beutel wiegt 9 Gramm. Das wird sicherlich so 1 Gramm wiegen, 0,7 Gramm kann man nicht messen. Ist also sowas, schätze ich mal, zwischen, ja, sowas um ein halbes Gramm wird nicht schwerer sein. Der Vorteil dieser Powerbank, die hat eine sehr große Kapazität, kann man also Handys, Tablets sowieso damit laden, zwei gleichzeitig, aber auch Kameras oder auch, wie das geht, zeige ich in anderen Videos, Akkus von Taschenlampen, von Stirnlampen und dergleichen. Da stelle ich euch ein Produkt vor, mit dem das möglich ist, in Kombination mit dieser Powerbank. Diese habe ich mir gekauft, weil ich in der letzten Tour, ich hatte eine mit 2200 mAh, die war ruckzuck leer. Da musste ich also improvisieren und musste aus anderen Batterien irgendwie Strom anzapfen, damit ich überhaupt die Filmaufnahmen machen könnte. Ich schätze, dass man da mindestens die Kamera 15 Mal aufladen kann, so grob geschätzt, mindestens 10 auf jeden Fall, 10 bis 15 Mal, also je nach Kamera sind das bestimmt dann sowas zwischen 15 und 25 Stunden Filmaufnahmezeit. Ich denke, dass das auf jeden Fall für eine längere Tour ausreicht. Das Gewicht kann man nichts machen, ist 240 Gramm, ist relativ schwer, also ist nicht die leichteste, aber es hängt ja auch mit der Kapazität zusammen. Ja, ich habe bezahlt, ne, ich habe die gekauft bei Konrad Elektronik in Dortmund, gibt es auch in anderen Städten, kann man auch online bestellen, sicherlich auch woanders. Und ich habe so um die 27 Euro bezahlt im Shop. Ich habe die gesehen im Internet, bei Konrad gab es die sogar noch günstiger, so um die 22 Euro. Aber da ich die im Shop gekauft habe, habe ich mir das den Versand erspart. Was mir gefällt, dass die relativ quadratisch ist, sehr kompakt. Das heißt, hat auch eine kleine Oberfläche und somit auch möglichst wenig Material. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.